Willkommen zurück zu Let's Play Sword Online Fatal Bullet. Im letzten Part hat Neo eine Waffe gekriegt und wo geht es eigentlich lang? Ach ja, genau. Richtig, ich erinnere mich. Na dann, weiter geht's. Nach dem Loading Screen, versteht sich. Mal gucken, was noch alles in dem DLC passiert und was genau hinter den Doppelgängern steckt. Wobei wirklich abschließen wird die Geschichte ja dann erst in Fall of Balance, oder wie ist es? Irgendwas mit Balance. Na, egal. So, Clarence und die andere haben wir ja besiegt, ne? Hä? Wieso ist der jetzt wieder hier? Au. Er ist an sich eigentlich nicht wirklich eine Gefahr, aber... Ah, wieso ist der hier? Und zweitens... Sehr gut, es dauert jetzt halt ein bisschen. Draufholzen, nach Holzholz noch die Gruppe wechseln, richtig, weil Basal Joe ja immer noch Gruppenbonus sammeln muss. Und ich kann nicht mal mein Hinfeld richtig leveln, weil Neo mich gar nicht entlässt. Aber wir haben Neo halt auch zu einem kompetenten Supporter geskillt. Muss man halt auch schon mal sagen. So, was droppst du? Das ist ein Schwert, glaube ich. Wahrscheinlich schlechter als unseres, aber nichtsdestotrotz ein Schwert. Wo geht's denn hier überall lang? Erstmal bitte keinen Suizidbomber. Danke. Zweitens, wo sind hier Sniper? Lass uns Sniper. Was hat mich jetzt wieder getroffen? So. Gut, möglicherweise der da. Ja, Moment, so. Gerade kurz Maus festgehangen. Na komm, klappt zusammen. Danke. Ich glaube, da lebt noch einer. Ach ja, da unten. So, tschüss. Tür auf. Ja. Ich hoffe mal trotzdem, dass das hier der falsche Weg ist, weil ich meinen Kirito die andere Tür enabled. Ach hey, mal wieder ein Genocider. Ach, nur Level 120, ja, das geht ja noch. Hallo, könntest du bitte? Danke, so. So, jetzt aber. Wo ist... Hi. Du hast schon aufgehoben? Okay, ja gut, dann muss ich hier nicht mehr machen. Die halten auch ziemlich viel aus, aber wobei der Elite-Automat geht, der Genocider hält mehr aus. Und dann ist er immer ziemlich fix mit dem Aufheben. Wir können ja auch mal auf Priorität heilen setzen. Damit eigentlich nichts schief gehen sollte. So, ich glaube, den Elite-Automat zu fokussen ist gerade noch sinnvoller. Weil der Genocider hat zwar ein paar nervige Moves, aber ist trotzdem Nahkämpfer halt immer noch. Gott, so nervig. Kann jemand anders Aggro haben als ich, bitte? Wäre gerade sehr angenehm. Na egal, einfach draufhauen. Oh, jemand anders hat Aggro, das ist angenehm. Dann können wir jetzt ja wieder draufholzen. Hier kam gerade ein bisschen viel auf einmal. Ja, ich bin tot, Kumpel! Meine Herren! Wer wollt's wissen? Wenn der gerade still steht, kann ich mal versuchen, auf den Kopf zu zielen. Sollte ein bisschen mehr rausknallen. Ach ja, Granaten haben wir ja auch noch. Dann kommt der andere so. Neo ist down, aber Len ist schon dran, wie es aussieht. Und du bitte, hättest mich bitte nicht, ja? Danke.
Alter, der hat aber auch Aggro auf mich. Holy shit. Ne, der charged, aber nicht auf mich. Gut. Neo lebt noch. Das heißt, wir können sie gerade mal noch stehen lassen. Elite-Automat weg. So. Neo heilen. Genocider. Haben wir sogar noch eine Quest für den? Ich glaube schon, oder? Wir werden es gleich sehen. Ist aber gerade auch Aggro auf Neo. Ja, charge quer durch den Raum. Das wird uns Zeit sparen. Wenigstens blockt der Typ, ist ja immer mega nervig. Also die Schwertroboter haben irgendwie immer die Ruhe weg. Sowohl die Fakesmans als auch der Genocider hier jetzt. Wobei der Genocider irgendwie auch nur ein schweres Fakesmann aus Steroiden ist. Und so auf so viel Steroiden, dass er sämtliche Körperkoordination verloren hat. Aber das mal nur so am Rande. Draufholzen weiter und irgendwann stirbt er dann auch hoffentlich. Wenn er irgendwann mal stehen bleibt. Wie sagt das Jinx nicht so schön? Bleib stehen, ich versuche dich zu erschießen. Ach ja. So, komm, gleich haben wir einen. Ach nein, er schafft nochmal vorher. Charge nochmal vorher. Nochmal. Komm schon. Jetzt aber. Danke. Tschüss. Und ja, wir hatten auch eine Quest für den Genocider. Auch wenn wir nicht den gekillt haben, den wir auf Quest hätten killen sollen. Wo kommen wir überhaupt hin? Das ist nicht der. Nur für die Treasure Box im Ernst? Cyber MXT2. Ich weiß nicht, was das ist, aber es klingt geil. Na dann, Zeit zum eigentlichen Objective. Zu gehen. Da hoch. Hier lag nichts mit uns, ne? Ne, haben wir schon gecheckt. Oh, noch eine Kiste. Jagdkappe. Klingt irgendwie nicht so spannend. Warte. What? Spinn ich jetzt? Die Quest sagt doch gerade aktuell. Genau. Suche weiter nach dem Hochstapel von Kirito und Asuna. In der Dämonenhöhle. Was fuck's dann? Ist das hier nur die Kiste? Oder geht's da hoch? Nee, das ist Decke. Nee, hier geht's. Ja. Definitiv nicht weiter. Oh, da war gerade was. Glaube ich. Kann mich aber auch irren. Nee, war bloß ein bisschen cooles. Was man jetzt? Ich schaue mich hier nochmal in Ruhe um. Hätte mir doch was übersehen. Oh ja, haben wir. Hier geht's runter. Was willst du denn? Zielsuchgeschütz. Gut, Zielsuchen offensichtlich, aber wir lassen dich nicht. Aber... Aha! Und wieder zwei Wege. Laut Karte geht's geradeaus weiter, also erstmal nach oben gucken. Und ja, da ist eine Kiste. Noch eine Kiste. Riesenchip. Das braucht ich, glaube ich, auch für irgendwas. Was ist denn das da hinten eigentlich? War ich da? Ach, keine Ahnung. Gehen wir mal dahin, wo wir können. Goldnebel? Für dich habe ich doch eine Quest, oder? Oder habe ich? Weiß ich nicht. Ich glaube, für dich habe ich die Quest. Lad nach, meine Herren. Danke, so. Du sollst Heilfeldschuss machen, wenn ich es drücke, meine Herren. Und wieso sind überall Heilfelder nur nicht da, wo ich bin? Sieht mich auf, danke. Wie ist denn Len gerade rumgehampelt? Das sah lustig aus. Dieser blöde Charge. Wieso können die denn alle? Hier, saute Granate.
Hier ist getroffen, weiß ich nicht. Moment, wechseln, Heilfeldschuss, so. Oh, heilen. Ernsthaft? Ist der legit gerade einfach abgesch... Was liegt da denn? Oh, Teleportfalle. Aber eine harmlose dieses Mal. Eine, die mich nicht in eine Secret Location bringt. Und ich echt schon rein muss. Alter, meine Herren. So, weg. Jetzt du. Außer Reichweite. Okay, wo kommt der Laser her? Willen. Okay, kill uns noch die Kanone. Wo die noch zu cocky wird. So. Eins. Zwei. Das könnte schon reichen. Na, machen wir nochmal wieder drauf. Und für den Abschluss. Drohne. Ich glaube, die Drohne hat gerade eine Falle ausgelöst, kann das sein? Aber nicht die einzige, die hier ist, offensichtlich. Aber Lin ist gerade schon findet, alle Fallen auszulösen. Oh, komm schon, kann ich mich noch wieder bewegen? Los, komm her, du Scheißviech. Du hältst eh nichts aus. In der Nähe. Also du hältst schon was aus. Das bringt aber nichts, weil du mich nicht angreifen kannst auf der Distanz. So, weg. Neo, kommst du? Ach, die kommt schon noch. Spätestens, wenn sie... Alter, wie viele Granatenfallen sind denn hier? Upsala. So. Okay, und hier ist jetzt... Nichts. Ach, hier sind diese Fallen. Kann diese Scheißfalle mal bitte auf und immer dann auszulösen, wenn ich rauslaufe? Danke. War doch so klar. Wie viel im Replikat? Ödnisbandenmitglied. Kommt der Rest mal bitte nach? Nur so ein Vorschlag. Weil ohne ist das irgendwie ein bisschen schwierig, dem, naja, auf die Schwachstelle zu hauen. Zuzüglich diesen Blödsinn hier. Mir kann aber so ein bisschen Schaden machen. Und hier habe ich während der Kombo Super Armor. Richtig, haben auf die Beinhaut hinten hier ein, richtig, da war was. Okay, das ist eine Taktik. Also mit dem Schwert auf die Beine hauen. Und dann auf die Schwachstelle zielen. Komm, knick ein. Danke. Da. Tot? Ja, tot. Okay, so geht's auch. Das war Nummer 1. Nummer 2. Komm schon. Na, hat so mäßig geklappt. Au, nicht in Akku-Range kommen. Na, fuck. Schön, dass die nah genug dran sind, um Dialoge zu triggern, aber nicht um sich herzuporten. Kommt schon, Leute, wo seid ihr? Okay, wir haben Akku verloren von dem Typ. Du sollst wechseln. Gott.
Oh, der hat ein bisschen mehr Close Range als die Kanone. Das Dodgen, nicht ducken. So, jetzt Charge. Und auf die Schwachstelle. Mal gucken, ob es reicht, um ihn zu killen. Nee. Er stampft. Ach, komm schon. Ach, komm schon. Hier, frisst das. Tja, Pech gehabt. Super Armor. So, und einknicken bitte einmal. Okay, vielleicht knickt auch nicht ein. Vielleicht sollte ich mich mal heilen. Und meine Überwahrnehmung aktivieren. So. Gott, die Nervensäge ist wieder aktiv. So, jetzt mal kurz das mich killen. So, jetzt du. Wenn du unbedingt sterben willst, bitte kannst du haben. Erstmal Rüstung hoch. Und heilen. Das könnte alleine wirklich ein bisschen eklig werden. Wieso werden die nicht geportet, die Deppen? Wieso ist der so scheiße schnell? Drückt mir so hart auf die Pelle und jetzt bin ich in der Ecke drin. Natürlich. Na, kurz kratzen, so. Ach, einfach so draufholzen. Der ist ja nicht gepanzert. Ich bin, glaube ich, nicht in der Situation, mir großartig auf die Schachstelle ziehen zu können. Wobei, viel Schaden macht der. Ich habe mich auch noch nicht getroffen. Das kann auch sein. Auch interessant, ich bin hier jetzt als Damage-Spieler klassifiziert, obwohl ich einen Heal und zwei Tank-Skills habe. Und die Hyperwahrnehmung kann ich auch überall rein. Aber Hyperwahrnehmung alleine reicht wohl, dass ich vom Spiel endgültig als Dingens hier klassifiziert werde. Damage-Dealer. Weil ja nur Damage-Spieler diesen Skill bräuchten. Also diese Klassifizierung kann man halt echt vergessen. Du hast die Skills, die dir was bringen. Oder die deinem Team was bringen. Das Einzige, was man vielleicht klassifizieren kann, wenn man sehr viele Gadgets benutzt. Dann wiederum kann jeder Gadgets anlegen, egal wie er geskillt hat. Also so und so macht es keinen Sinn eigentlich. In dieser Art Spiel gibt es ja auch eh sowas wie Tank und so weiter nicht wirklich. Klar gibt es natürlich Supporter, die viel auf Support-Skills haben. Gut, wenn ich ganz auch vorne. Also irgendwo gibt es auch Tanks. Ich glaube, am besten ist die Klassifizierung, es gibt Healer, die wirklich primär Heil- und Support-Skills haben. Es gibt Tanks, die halt Taunten und Defensiv-Skills haben. Und alles andere ist einfach Damage-Dealer. Ich meine, Scharfschützen sind ja auch Damage-Dealer. Deswegen wäre da wahrscheinlich jede weitere Einteilung einfach nur dämlich. Das wäre, ist. Und ja, Hit and Run, ne? Also Run and Gun in dem Fall. Aber der schießt auch nicht kontinuierlich, sondern immer solche kurzen Salven. Die kann man ziemlich gut deutlich, weil er eine geringe Projektilgeschwindigkeit hat. Das ist eine geringe Projektilkorrektur. Er dreht die Waffen nur sehr langsam. Also, solange ich mich bewege, passiert eigentlich nicht arg viel. Wichtig ist nur, ich darf mich nicht langsam bewegen. Also, wenn ich jetzt zielen würde, wahrscheinlich zu langsam, um sein Ding zu... Oh, das war's schon. Hm. Okay. Mal gucken, wann die Deppen geportet werden. Also langsam wäre es Zeit, Freunde. Na gut, der Questmarker sollte die ja eigentlich teleportieren, wenn jetzt gleich der Dialog kommt. Sie haben die gleichen Klamotten, also Indiz, dass es die echten sind. Längere Geschichte. もう追いつかれちゃったんですね。なあ、俺たちを置いていったのは多分心配してくれたからだろう。で、そのアファシスは。こんにちは、キリト、アスナ。私の名前はリエブルなのです。先日はどうもでした。もしかして私たちに隠し団長の情報をくれたのはレイちゃんじゃなくてあなただったの？ Das ist langsam eigentlich offensichtlich gewesen, Asna. Shinon の言ってたアイテム、多分リエーブルのこと。
初対面みたいにご挨拶の握手なのですとか言い出すからおかしいなとは思ったけどさ。握手はご挨拶の基本なのです。レイちゃんには本当にそっくりさんがいたってことで謎は解けたのかな。それにしてもここまで似てるなんてすごい偶然だね。Oder Absicht? 偶然？どうだろう。何かあるんじゃないのか。ほら、実は型番が同じとか。私にはよくわかりません。でも、私がレイちゃんさんにそっくりなせいか皆さんとっても親切でした。ところでキリトさんはやっぱり偽物を追いかけてきたんですよね。いや、それもあるけど、実を言うとそれだけじゃないんだ。あのあと新しい情報が入ってシノノンの偽物まで出現しているらしくって。Na toll, noch ein Quickscoper. え？もし自分の偽物が現れたらって話をしてた時、シノノンすごく嫌がってたでしょ。だから急いで倒さなきゃって思って、それで調べに来たの。で、偽物の出現法則についてなんだけどさ、俺やアスナだけじゃなくてシノンの偽物まで出現したとなると、どうやらプレイヤー歴の長さと偽物の出現法則は関係ないんじゃないかと思うんだ。Nicht wenn wir einen Kanon hätten, aber haben wir ja nicht. 関係ないとまでは言い切れないですけど、でも確かに何かピースが足りない気がしますね。パパ、ママ、気になる情報が入りました。ユイ、シノンのコピーが見つかったのか。まだ確定ではありませんが、エネミーアオシスの新しい情報が出ています。女性スナイパーと細身で性別不明なプレイヤー二人組のエネミーアオシスが出現しているそうです。einen schmächtigen? Ich glaube, wir wissen, wer das ist. なんか印象だけ聞くとさっきのシャーリーさんとクラレンさんを思い出すわね。Yep. 元となっているプレイヤーの情報も来ました。あ、そうです。クレハさんが言ったシャーリーさんとクラレンスさんがコピー元のプレイヤーである可能性が高いそうです。シャーリー、genau so ist die andere。その二人とこれまでにコピーされたプレイヤーの共通点は何だ？ユイ、他に情報があるなら何でもいい。ピックアップしてくれ。始まったってことか。これだけ数が増えちゃうとキリトさんたちはシノンの偽物を追いかけるのも大変ですね。そこで私の出番なのです。エネミーアファシスについてドキドキの最新情報を教えちゃいますよ。それってエネミーアファシスの場所がわかるってこと？はい、その通りなのです。少し前の情報になりますけど、どうしてそんなことがわかるの？Wieso jetzt auf einmal? Na, egal. Watashi niwa tuhun. Watashi wa tobikkiri yushuu nano de, tokushu na jōhou mo wo motte iru no desu. Tokushu na jōhou mo? Jōhou shūshū ni tokka shita kinon ga aru tte koto ka? Himitsu desu. Demo, SBC Flügel no Aphasis wa tottemo yushuu desu kara ne. Neo ist auch aus der Flügel. SBC Flügel. Ah!セリスカさんが言ってた設定の話ね。はい、アファシステムの製造技術はもともと SBC フリューゲルのものです。なのそうなのです。フリューゲルはすごいのですよ。アファシスだけじゃないのです。グロッケンのノーコンバットゾーンの技術ももともとはフリューゲルが作ったものなのです。ユイ、ノーコンバットゾーンってなんだ？なるほど。アンチクリミナルコード有効圏内の GGO 版ってことか。No fight zones sind so alt wie MMOs selber. Also come on. はい、こういったゲームではシ
実際にノーコンバットゾーンを展開している何かがゲーム内に設置されているってことだね。そうなります。どうやら世界観に基づいてノーコンバットゾーンを展開している装置が各地に設置されているみたいですね。アファシスの圏内もフリューゲルさんか。フリューゲルってすごいな。フリューゲルのことを褒められるとすっごく嬉しいのです。さて、シノンのエネミーアファシスの居場所をお送りしますね。ああ、本当に座標まで。ありがとう、リエーブルちゃん。キルト君、早速行ってみよう。シノノンのエネミーアファシスが他の人に見られちゃう前に倒さないと。私たちはどうしようか。逃がした偽物のキリトさんのことも気になるし。キリトのふりをしたエネミーアファシスについても情報を入手していますよ。本当？じゃあキリトさんの偽物とシノンの偽物と今ならどっちも選べるってこと？自分の偽物にも興味はあるけど、でも今はシノンの偽物討伐を優先したいかな。じゃあ私たちも。あ、待ってください。キリトの偽物を追いかけるなら今がチャンスですよ。どうやらキリトのエネミーアファシスは貢献が使えない状態みたいですので。 Ja, weil drauf geschossen wurde, wir erinnern uns. Auch wenn schon ein bisschen her ist. あ、そういえばさっきの戦闘でぶっ壊してやったのです。ごめんなさい、キリトさん、アスナ。シノンのことも大事だけど、私には二人も同じ大事な仲間なの。二人に GGO で嫌な思いをしてほしくないから。だから、私はキリトさんやアスナの偽物の方に向かいます。私たちのことも心配してくれてたんだよね。ありがとう、クレア。うん、ありがとな、クレア。こっちはなんとかなるさ。2対1だしな。Das wissen wir nicht, wer alles dabei ist. Also, es muss nicht, dass sie alleine ist. Kureha war 仲間思いなのですね。私、とっても感動しました。さあ、善は急げーなのです。キリトの偽物の方は座標が不正確なので、私が近くまでご案内しますね。Kureha、どうしました？うん、何でもないよ。大丈夫。ただ、またさっきみたいに取り逃がしちゃうのは嫌だなって思って。Na dann. Nächster Questteil. Kriegen wir wenigstens einen Quick Travel Punkt. Ja, gut, wahrscheinlich, wenn wir. Wie aktiviert. Aber schön, dass die immer noch nicht teleportiert sind, ne? Möchte ich nur mal so anmerken. Aber sollte es eigentlich jetzt gleich passieren, dann sollten wir hier reinlaufen. Mal schauen. Ach nee, halt. So. Nee. Oh, halt. Meine. Ah, hier sei schon. Perfekt. Gut. Dann zurück in die Glocken. Der Knopf. So. So. Und Gruppe umstellen. Und Level up. Level up, ka? Do daro? So, ja, Gruppe umstellen. Denn wir müssen immer noch Basalt Joe auf Zuneigungslevel 5 bringen. Glaube ich, oder? 4. Yep. Hier. Da fliegt mal M raus. So. Du hast einen schwachen Heal, aber keinen nennenswerten. So, du hast einigermaßen Heal, das heißt, ich steck dich mal noch ein. Und ja. Ja gut, wirklich, Heal geht anders. Sie hat, glaube ich, noch einigermaßen Heal gehabt. Heilfeldschuss und LP-Wiederherstellungsschuss. Na gut,
geht. Ich will ja mal ein bisschen durchwechseln. Aber das soll jetzt mal für heute gewesen sein. Ich sage danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.